Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Möglichkeiten zur Ausübung einer bezahlten Nebenerwerbstätigkeit von Landesbediensteten, Bediensteten der Bezirksgemeinschaften und Gemeindebediensteten unterliegen innerhalb der autonomen Region Trentino-Südtirol unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen. Landesbedienstete und Bedienstete der Bezirksgemeinschaften können gemäß Artikel 4 geringfügige Nebentätigkeiten und Artikel 5 genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten des Dekrets des Landeshauptmanns der Provinz Bozen vom 15. Januar 2016 Nummer 3 Verordnung über die Nebentätigkeiten gelegentlich gewinnbringende Nebenerwerbstätigkeiten ausüben. Dazu gehören unter anderem Handelstätigkeiten, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten und Tätigkeiten im Rahmen privater oder öffentlicher Arbeits- oder Dienstverhältnisse, sofern die in den geltenden Vorschriften vorgesehene maximale Arbeitszeit von durchschnittlich 48 Wochenstunden nicht überschritten wird. Für das Personal der Gemeindeverwaltungen sind die Regelungen zur Nebenerwerbstätigkeit in der jeweiligen Gemeindeordnung vorgeschrieben. Sie alle müssen Grundsätze und Kriterien berücksichtigen, die im Artikel 108 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018 Nummer 2 aufgelistet sind. Den Gemeindebediensteten mit einem Anstellungsgrad von über 50% ist es grundsätzlich verboten, ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Ebenso ist ihnen das Ausüben einer selbstständigen Tätigkeit untersagt. Aufgrund der im Artikel 65 des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol festgeschriebenen Ordnungsautonomie kommt es zusätzlich dazu auch zwischen den einzelnen Gemeindeverwaltungen zu einer unterschiedlichen Auslegung der Regelungen zur Nebenerwerbstätigkeit. Es liegt folglich eine Ungleichbehandlung zwischen Bediensteten der einzelnen Gemeinden sowie zwischen Landesbediensteten und Bediensteten der Bezirksgemeinschaften vor. Im Sinne einer Gleichbehandlung von öffentlich Bediensteten gilt es, die Regelung bezüglich Nebentätigkeiten von öffentlich Bediensteten auf Gemeindeebene an jene der Landesbediensteten und Bediensteten der Bezirksgemeinschaften anzugleichen. Der, inzwischen muss man sagen, damals noch zuständige Regionalassessor Claudia Chia hat in der Beantwortung der Anfrage Nummer 27 der Kollegin Rieder konstatiert, mit einer etwaigen Änderung des Regionalgesetzes im Sinne der Bestimmungen laut Artikel 13 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nummer 6 2015 Gemeindebediensteten eine Nebentätigkeit zu ermöglichen. Dies vorausgeschickt verpflichtet der Regionalrat von Trentino-Südtirol, die Regionalregierung, auf regionaler Ebene eine Regelung, anlehnend an die im Dekret des Landeshauptmanns der Provinz Bozen vom 15. Januar 2016 Nummer 3 für Landesbedienstete festgelegte Verordnung über die Nebentätigkeit und unter Berücksichtigung der im Artikel 13 des Landesgesetzes Nummer 6 vom 19. Mai 2015 definierten Unvereinbarkeit und Verbot der Ämter- und Auftragshäufung einzuführen, um eine Gleichbehandlung der Gemeindebediensteten mit den öffentlichen Bediensteten zu erreichen. Hier geht es um ein Thema, das wir haben den Antrag vor 2 Jahren eingereicht, aber das Thema ist nach wie vor aktuell und ich denke, wir sind nicht die einzige Fraktion im Regionalrat, die von Betroffenen bzw. interessierten Bürgern, zumindest hier in Südtirol, des Öfteren auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam gemacht wurden bzw. kontaktiert wurden. Es geht vor allem darum, dass die Gemeindebediensteten, welche einen Anstellungsgrad von über 50% haben, auch gewinnbringende Nebentätigkeiten ausüben dürfen. Dazu gehören oder sollen gehören natürlich unter anderem die Handelstätigkeiten, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten und Tätigkeiten im Rahmen privater oder öffentlicher Arbeits- und Dienstverhältnisse, sofern die in den geltenden Vorschriften vorgesehene maximale Arbeitszeit von durchschnittlich 48 Wochenstunden nicht überschritten wird. Die Ungleichbehandlung, die wir haben zwischen Bediensteten der einzelnen Gemeinden sowie zwischen Landesbediensteten oder eben Bediensteten
der Bezirksgemeinschaften ist nicht unbedingt nachvollziehbar. Wir sind der Auffassung, dass in einer liberalen Gesellschaft für die Bürger, für alle Bürger und auch natürlich dann für die öffentlich Bediensteten ein Nebenerwerb möglich sein sollte. Wir haben ebenfalls, mein Kollege Andreas Leiter-Rehbach, im Juni 2019 eine Anfrage zu diesem Thema allerdings im Südtiroler Landtag eingereicht. Wir wurden damals natürlich in der Antwort darauf hingewiesen, dass die Landesregierung doch falsche Adressat sei. Aber im Wesentlichen auch aus dieser Beantwortung nicht explizit ein Nein beziehungsweise etwas hervorgegangen wäre, was dagegen sprechen würde, diese Ungleichbehandlung aufzuheben. Und wie bereits im Beschlussantrag auch schon angeführt, hat auch der damals noch zuständige Regionalassessor Chia durchaus auf eine Anfrage von den Kollegen des DIMK wohlwollend diesbezüglich geantwortet. Das ist grundsätzlich, dass nichts dagegen sprechen würde. Also er hat es bejaht, dass man diese Ungleichbehandlung, die de facto existiert, durchaus beheben könnte. Innerhalb von 2 Jahren ist diesbezüglich von Seiten der Regionalregierung selbst nichts unternommen worden. Man könnte jetzt natürlich sagen, wir hätten auch einen dementsprechenden Gesetzentwurf bringen können. Das haben wir zuvor erst einmal nicht getan, weil wir ja wissen, wie die Gesetzentwürfe der politischen Minderheit behandelt werden. Wir versuchen den Schritt auf diese Art und Weise und versuchen natürlich die Kolleginnen und Kollegen diesem Antrag zuzustimmen und auch die Regionalregierung natürlich diesen Antrag wohlwollend aufzunehmen, dass diese Ungleichbehandlung, wie wir eben bei den Bediensteten, bei den öffentlich Bediensteten zwischen Gemeindebediensteten und Bediensteten des Landes beziehungsweise der Bezirksgemeinschaften haben, dass dies auch eben behoben wird und dass es künftig möglich wird, auch für Gemeindebedienstete einen Nebenerwerb zu ermöglichen beziehungsweise eine Nebenerwerbstätigkeit zu ermöglichen. Danke. Grazie, consigliere Mai. Siamo in discussione generale. C'è qualcuno che chiede la parola in merito alla mozione numero 15, quinto punto all'ordine del giorno. Quinto qual è? C'è il parere della giunta, assessore Ossana. Si deve prenotare però, assessore Ossana. Prego, può parlare. Però, ecco, mi sente? Sì, la sentiamo. Sì, la mozione lamenta la diversa disciplina delle attività extraistituzionali dei dipendenti della regione, delle province autonome, della comunità comprensoriale o comunità di valle e dei comuni. In particolare sottolinea il regime di favore applicabile ai dipendenti della provincia autonoma di Bolzano e delle comunità comprensoriali rispetto a quello che dei dipendenti dei comuni. In taluni comuni la disparità di trattamento risulta ulteriormente aggravata in ragione della disciplina di dettaglio recata al rispettivo regolamento organico del personale. Il tema era già stato affrontato, come ha detto la consigliera Maire, con un'interrogazione, la numero 27 del luglio 2019, parzialmente trattava questi temi. Nella risposta dell'allora giunta regionale del 29 agosto 2019 si era già chiarito che la diversa disciplina delle attività extraistituzionali dei dipendenti dei comuni, delle province autonome, delle comunità comprensoriali è risultato di diverse scelte di merito operate rispettivamente dal Consiglio regionale e dai consigli provinciali di Bolzano e di Trento. Si tratta di scelte che sono comunque legittime in quanto rientrano nel margine di discrezionalità del legislatore o dei legislatori nel dare attuazione al principio di esclusività
cioè l'articolo 98 della Costituzione, e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, l'articolo 97, comma 2 della Costituzione. Anche le differenze riscontrate nella disciplina di dettaglio dei regolamenti organici dei comuni devono considerarsi legittime alla luce di quanto dispone l'articolo 65 dello Statuto Speciale, cioè l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale, che è poi quello che si diceva. Pertanto la diversità del regime applicabile alle attività ex istituzionali dei dipendenti dei diversi enti non configurano una lesione del principio di uguaglianza e non ricadono e non richiedono un intervento di standardizzazione che richiederebbe oltretutto un intervento coordinato tra Consiglio regionale e Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Ipotesi oltremodo difficile da realizzare anche sotto il profilo del rischio di impugnativa da parte del governo di una disciplina che, secondo gli intenti di questa mozione, si uniformasse al regime introdotto dall'articolo 13 della legge provinciale di Bolzano, 19 maggio 2015, la numero 6, e con il decreto del Presidente della provincia di Bolzano, numero 3, del 15 gennaio 2016. Pertanto la Giunta esprime parere negativo per questa mozione. Grazie, Assessore Ossana. Se qualcun altro chiede la parola, eventualmente per una replica, consigliera Mayer. Se nessuno interviene, allora a questo punto possiamo... No, nessuno chiede la parola, possiamo mettere in votazione la mozione numero 15. Consigliera Mayer, non so se lei chiedeva di intervenire ma aveva problemi nel chiedere la parola. Voleva parlare, consigliera Mayer? No. Aspetti, deve, però si deve prenotare. Bene, prego, prego. A lei la parola, consigliera Mayer. A lei la parola. Hört man mich? Sì, la sentiamo, va bene, ora sentiamo. Danke, Herr Präsident. Na, es gibt nicht sonderlich viel zu replizieren. Ich habe mir diese Antwort des Kollegen Ossana bereits erwartet, denn er hat im Endeffekt nichts anderes getan als die Antwort, die bereits Kollege Chia im Jahr 2019 ausgearbeitet hat, hier wiedergegeben. Ich teile nicht unbedingt die Auffassung, dass wir diese Ungleichbehandlung im Regionalrat nicht gesetzlich lösen könnten, beziehungsweise dass es von vornherein gesagt ist, dass der Staat diese Regelung dann anfechten würde. Ich gehe davon aus, dass wir die Zuständigkeit, was die Gemeinde, Bediensteten und so weiter haben, schon noch selbst in der Hand haben. Und da suche ich einfach, dass man vielleicht Dinge vorher probiert, dass man mutiger ist, bestimmte Schritte an den Tag zu legen. Hier geht es wirklich nicht um einen großen Aufwand. Es geht lediglich um den politischen Willen, ob dieser gegeben ist, diese Ungleichheit oder Ungleichbehandlung zu beseitigen oder nicht. Ich nehme zur Kenntnis, dass dies nicht der Fall ist und wir werden natürlich weitere Schritte prüfen, beziehungsweise selbst dann einen diesbezüglichen Gesetzentwurf einbringen. Danke.